Ich möchte es klar definieren. Sanktionen sind in Wirklichkeit Wirtschaftskrieg. Wir beteiligen uns an einem Krieg, der nicht mit normalen militärischen Waffen ausgetragen wird, sondern mit ökonomischen Waffen. Das heißt, man möchte einen Gegner ökonomisch in die Knie zwingen. Und das widerspricht eindeutig der Neutralität. Hallo alle zusammen. Hier spricht wieder mal Pascal Lotta von Neutrality Studies und heute habe ich bei mir den Herrn Professor Dr. Heinrich Wohlmeier, der ein Agrarwissenschaftler ist, sich aber seit vielen Jahren auch mit Fragen der Agrar- und Gesellschaftspolitik auseinandersetzt. Er ist ein starker Verfechter der österreichischen Neutralität und weist seit vielen Jahren auf die schleichende Integration Österreichs in die NATO hin und auf die Abhängigkeit der europäischen Länder von der US-Außenpolitik. Herr Professor Dr. Wohlmeier, herzlich willkommen. Also freut mich, dass ich mit Ihnen reden darf und ich bedauere immer, dass das neutrale Österreich und die neutrale Schweiz keinen Lehrstuhl für Neutralität an den Universitäten hat, während in Japan das möglich ist. Es ist eine Forschungsstelle im Moment, aber vielleicht wird noch ein richtiger Lehrstuhl draus. Ich wollte Sie aber eben gerne dazu fragen. Wir hatten uns kennengelernt in einem anderen Online-Gespräch, als wir mit verschiedenen anderen Leuten zusammen waren, und Sie haben dort sehr interessante Beobachtungen gemacht über das Gebot, auch Neutralität jetzt nicht nur im engen militärischen Rahmen zu verstehen, wie das die Schweiz und Österreich tun. Die beide sagen, wir liefern ja keine Waffen, also sind wir noch neutral, aber gleichzeitig Sanktionen fahren gegen Russland und auch gegen andere Länder, die von NATO und US-Seite her auserkoren werden, dass die jetzt böse sind. Wieso sind oder wie verteidigen Sie die Ansicht, dass Neutralität auch im wirtschaftlichen Raum eigentlich von neutralen Ländern gelebt werden sollte? Ich möchte es klar definieren. Sanktionen sind in Wirklichkeit Wirtschaftskrieg. Wir beteiligen uns an einem Krieg, der nicht mit normalen militärischen Waffen ausgetragen wird, sondern mit ökonomischen Waffen. Das heißt, man möchte einen Gegner ökonomisch in die Knie zwingen. Und das widerspricht eindeutig der Neutralität. Und wir Österreicher haben unsere Freiheit bekommen, weil wir die immerwährende gesamthafte Neutralität versprochen haben, was derzeit laufend von Österreich und von der Schweiz gebrochen wird, weil wir bei den Sanktionen teilnehmen, also in Wirklichkeit Kriegspartei sind. Sie sprechen davon, dass eben diese Kriege in verschiedenen Ebenen stattfinden. Wieso denken Sie, ist es so einfach für die österreichische, aber auch die Schweizer Regierung zu sagen, wir sind nur militärisch neutral, wirtschaftlich sind wir absolut damit einverstanden, bei den Sanktionen mitzumachen, wenn es doch eigentlich ein klarer Fall eines Großmachtskonflikts ist, bei dem wir uns jetzt auf eine Seite schlagen? Ich glaube, es ist ein Selbstbetrug. Man möchte sich durchlavieren mit einer Behauptung, dass Wirtschaftssanktionen nicht die Neutralität verletzen. In Wirklichkeit sagt jeder Jurist, der etwas versteht, dass das eindeutig der Neutralität widerspricht. Und die Russen haben auch darauf so reagiert, dass sie gesagt haben, die Schweiz und Österreich sind für sie keine neutralen Staaten mehr. Keine Staaten mehr, die wirklich neutral zwischen den Parteien agieren und vermitteln und Dialoge einfädeln können, bewirken können. Ich glaube, so klar ist es zu sehen.
Woher kommt dieser Wandel, wenn ich das kurz ausführen darf? Weil Sie haben, ich denke, Sie können sich daran erinnern, wie 1955 die Neutralität Österreichs auch ausgerufen und publik gemacht wurde. Und dann in den 60er Jahren, wie Bruno Kreisky und andere Staatsmänner Österreichs und auch im diplomatischen Bereich Neutralität auch sehr gewieft angewandt haben, um durch den Kalten Krieg zu kommen. Und dann ist das zu Ende gegangen und diese Nachkaltkriegszeit hat begonnen und da hat ein Wandel stattgefunden, dass man jetzt heute, dass beide, Österreich und die Schweiz, das Gefühl haben, Neutralität, das ist eigentlich schon fast unanständig. Wann kam oder wie kam dieser ideologische Wandel zustande? Ich glaube, wir haben erlebt eine Medieninitiative der USA, in Wirklichkeit der NATO, wo sie alle anderen, die nicht bei den Guten sind, den Bösen zugeordnet haben und haben gesagt, ihr müsst jetzt eigentlich, wenn ihr für das Gute seid, zumindest mit den nicht militärischen Maßnahmen mit uns streiten. Und ich glaube, damals hat es begonnen, dass wir uns gegen diese Medienoffensive nicht gewehrt haben. Ich habe damals immer gesagt, wir müssen uns zu einer umfassenden Neutralität bekennen und wir Österreicher wären auch in der Jetztzeit sehr gut gefahren, wenn wir gesagt haben, hätten, als immerwährend Neutrale dürfen wir an den Sanktionen gegen Russland nicht teilnehmen. Dann hätten wir A, keine Energiekrise, keine Handelskrise und wir könnten wirklich vermitteln. Denn es ist sehr klar, wenn wir an die Ukraine denken, dass drei Initiativen zum Frieden vom Westen aktiv abgeblockt wurden. Und da hätten wir intervenieren müssen und hätten sagen müssen, nein, dieser Dialog ist friedensbringend und wir bieten unsere guten Dienste an, dass dieser Dialog zu Ende geführt wird, zu einem guten Ende. In Wirklichkeit haben wir uns einspannen lassen, in die Hetzkampagne gegen Russland. Man muss allerdings der österreichischen Regierung und dem Bundeskanzler Nehammer zugutehalten, dass er der erste europäische Staatsmann war, also EU-Staatsmann, der noch 2022 nach Moskau flog und dort tatsächlich gesprochen hat, geredet hat. Das wurde ihm dann sehr stark angekreidet, in Österreich vor allem, dass er so mit einem so bösen Diktator reden geht. Aber das hat mich doch erstaunt. Denken Sie, dass dort doch noch ein Stück der österreichischen Neutralität auch noch im internationalen Raum durchschimmerte? Oder wie haben Sie dieses Event bewertet? Ich habe es positiv bewertet, aber er hat sich dann ob der westlichen Gesamtkritik zurückgezogen. Und der Nehammer ist in Wirklichkeit ein Offizier des Bundesheeres und wir haben das Bundesheer bereits ganz stark westlich orientiert. Ich habe mich damals gewundert, das war vor jetzt schon 10 Jahren. Da war die Frau von der Leyen Kriegsministerin, na, es hieß Verteidigungsministerin in Deutschland. Und sie hat in der Industriellen Vereinigung sich einer Diskussion gestellt. Und damals haben wir sage und schreibe 40 Zusammenarbeitsabkommen mit der deutschen Bundeswehr geschlossen. Und ich habe ihr damals gesagt, Frau von der Leyen, Sie sind in Wirklichkeit eine charmante Kriegstreiberin. Worauf sie mir gesagt hat, das haben Sie gesagt, sage ich, und ich habe gesagt, das sage ich Ihnen als von der Neutralität Überzeugter. Und ich muss Ihnen noch etwas sagen, dass mein
Großonkel Julius Raab, der den Staatsvertrag verhandelt hat, gegen alle Vorbehalte des Westens die Verhandlungen mit den Russen aufgenommen hat. Und der hat einmal mir gesagt, wenn der Konrad, das war der Adenauer, den Russen die Neutralität angeboten hätte, dann hätten sie schon längst einen Frieden und ein gutes Auskommen mit den Russen. Denn das Interesse der Russen war damals ganz klar, ein neutraler Korridor zwischen Ost und West, um die wechselseitigen Bedrohungen auszuschalten. Das war die Linie. Dazu gibt es wunderbare Studien. Die eine von einem sehr guten österreichischen Forscher, dem jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Nein, dazu gibt es auf jeden Fall wunderbare Studien, die noch immer zu erörtern versuchen, war das Angebot der Russen damals im 53, 52, 53 in der Stalin-Note, war sie ernst gemeint oder nicht? Peter Rugenthaler, österreichischer Forscher, sagt, nein, es war nicht ernst gemeint. Dann gibt es aber auch Forscher, die sagen, doch, doch, es war ernst gemeint, es war nur nicht gut ausgeführt. Und sie sagen auch, ihr Großonkel, es war der In Überzeugung. Wirklichkeit war es so, mein Onkel war befreundet und in Kontakt mit dem finnischen Präsidenten Kekkonen, der ein guter Russenkenner war. Und die Finnen mussten ja mit den Russen ein Auskommen finden, obwohl ihnen die Russen ein Drittel des Landes gestohlen haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und er hat ihm gesagt, es gibt jetzt ein Mondfenster, unter Anführungszeichen, weil die Russen wollen ihre Friedfertigkeit und Neutralität darf ich nicht sagen, ihre Friedfertigkeit beweisen und das sollte dir jetzt nützen. Und die Botschaften sind per Kurier gegangen, weil es wurde ja alles abgehört, sowohl die Fernschreiben als auch die Telefonate. Und daraufhin haben wir über unseren Botschafter Bischof, der eigentlich ausgeschaut hat wie der Mikojan, Pelzhaube, Bärtchen, und haben wir mit den Russen begonnen auszuhandeln. Und der hat ihnen glaubhaft gemacht, dass Wien östlich von Prag liegt. Und wenn wir die Neutralität anbieten, dann haben wir zwischen dem Genfersee und dem Neusiedler See einen neutralen Keil in der NATO und spalten diese. Und das muss im militärischen Interesse der Russen liegen. Aber es muss auch in unserem Interesse liegen, weil wir damit unseren Wohlstand vermehren können. Und da wollte ich gleich anschließen, weil im Staatsvertrag haben wir auch militärische Beschränkungen auf uns genommen. Und die würden heute noch gelten. Der Staatsvertrag ist in Moskau deponiert. Und Russland ist der Nachfolgestaat der Sowjetunion. Und da hat der Julius Raab gesagt, das nehmen wir ruhig in Kauf, denn wir investieren das Geld, das wir sonst in die Rüstung stecken würden, in den Wohlstand des Volkes. Und die beste Landesverteidigung ist ein zufriedenes, wehrbereites Volk. Das haben wir auch in Vietnam gesehen, dass eine überlegene Militärmacht einen Volksaufstand nicht besiegen konnte. Es ist eigentlich die gleiche Strategie, die Japan nach dem Zweiten Weltkrieg gefahren hat. In Ordnung, dann beschränken wir unsere Rüstungsausgaben. Sie haben dann mit den Amerikanern einen Ausgleich abgemacht, in dem die Amerikaner dann auch
vertraglich gebunden wurden an die Verteidigung Japans. Aber das Modell war dasselbe. Das ist übrigens etwas, was die Amerikaner heute sehr bedauern. Also die Amerikaner wollen, dass die Japaner mehr Geld ausgeben. Und Ja, ihnen ist. jetzt ändert sich's gerade. Jetzt ändert sich's gerade. Und in Europa ändert sich alles dahingehend, dass eben der Wind, der aus Amerika weht und von NATO her weht, nicht nur gegen Russland weht, sondern auch gegen alles Neutrale. Also der Erfolg, Schweden und Finnland mit ins NATO-Boot zu kriegen, wurde ja überall gefeiert, auch mit Häme gegenüber Russland. Schaut, es geht euch jetzt noch schlechter. Eine neutrale Ukraine wurde verhindert, aktiv verhindert, wie wir jetzt wissen, also von britischer und amerikanischer Seite her. Also wir sind eigentlich an einem Moment, an dem auch also ein neutrales Europa unter westlichem Angriff steckt. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube, dass die USA ob ihrer enormen Verschuldung von über 35 Billionen Dollar, das sind im Englischen sind es Trillions, das sind Millionen mal Millionen, die USA brauchen die kriegerische Gegnerschaft und daher versuchen sie alle Neutralen, die das verhindern, zu brandmarken als Feiglinge und Genossen des Bösen quasi, um daher sie in ihr Boot zu zwingen. Und ich habe daher bei meinem letzten Vortrag bei Mut zur Ethik letzten Sonntag gesagt, die USA sind in einer verzweifelten Situation. Seit die Saudis am 9. September das Ironclad Agreement, das Verteidigungsabkommen mit den USA, dass es Gegenleistung hatte, dass die Saudis als größte Ölexporteure nur mehr Öl in Dollar fakturieren, dass die das aufgekündigt haben. Und daher ist der verschuldete Dollar unter vollem Druck. Und daher werden die USA in ihrer Verzweiflung immer aggressiver werden und immer aggressiver auch gegen die Neutralen, die ihre Gewaltstrategie verhindern. Haben Sie das Gefühl, dass das neutrale Österreich und die neutrale Schweiz sich noch neutral halten können oder neutral bleiben oder wieder zurückgehen zu einer integraleren Form der Neutralität? Oder ist der Druck, der kommt von der NATO schon so groß, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist? In der Schweiz hoffe ich, dass das Neutralitätsvolksbegehren erfolgreich ist. Und wir wissen aus der Schweiz und aus Österreich, dass gut 90% der Bevölkerung für die immerwährende umfassende Neutralität sind, die das fühlen und verstehen. Und daher habe ich Hoffnung, dass diese Strategie der Integration in die NATO nicht erfolgreich sein wird. Das Problem ist in der Schweiz, dass das Volksbegehren erst wahrscheinlich nächstes Jahr stattfinden wird. Aber ich glaube, das Signal der über 130.000 Unterschriften, 100.000 wären nötig gewesen, ist ein bedeutsames Signal für die Politik. Und wir müssen vor allem auch bei einem aufklären, dass die Medienpolitik der USA und der NATO sehr klug mit der Verfälschung von Begriffen operiert hat, um uns einzulullen. So hieß zum Beispiel der Annäherungsvertrag an die NATO Partnerschaft für den Frieden.
was in Wirklichkeit das Gegenteil ist. Es ist die Teilnahme an einem Kriegsbündnis, denn die NATO hat sich leider von einem Verteidigungsbündnis zu einem Kriegsbündnis gewandelt. Das kann man an mehreren Punkten erkennen. Einer der für mich wesentlichsten Aktionen der NATO war 1999 der Krieg in Jugoslawien. Und dass man dann den Kosovo quasi als Kolonie gemacht hat. Das war ja keine Volksabstimmung, sondern sie haben nur ausgewählte Parlamentarier über die Unabhängigkeit abstimmen lassen und haben dann schnurstracks die größte Militärbasis in Europa, Bon Steel, im Norden von Mazedonien errichtet. Und es war die Strategie, war eine Landbrücke zum vorderen Orient zu bilden, wo sie sich auch in Israel eben engagieren. Und der jetzt 96 Jahre alte oberste österreichische Offizier hat vor 20 Jahren gesagt: Lieber Freund, Israel ist in Wirklichkeit der landgestützte Flugzeugträger der USA im Nahen Osten, mit dem sie sich bemühen, diese Gegend zu beherrschen. Und jetzt bricht aber dieses Ansinnen zusammen, weil sich die arabischen Staaten zusammenzuschließen beginnen und sich von den USA distanzieren. Siehe die Kündigung des Petrodollar-Abkommens durch die Saudis. Und ja, daher umso verzweifelter werden die Aktionen der USA werden. Und es ist nicht mehr klar, wer wen kontrolliert, wenn man sich anschaut, mit welcher Unterstützung Herr Netanyahu im amerikanischen Kapitol empfangen wird, ist für mich nicht mehr klar, wer gibt wem Befehle. Also die Integration dieser zwei Staaten ist auf einem neuen Level angekommen. Aber wenn wir zurück zu Europa gehen und der Frage, wie denn, woher dieser Sinneswandel jetzt auch kommt, respektive auch diese Verfälschung von Begriffen, weil viele dieser Begriffe, also auch die Partnerschaft für den Frieden, hatte ja mal eine Berechtigung, gerade nach 1991. Sogar Russland ist ja der Partnerschaft für den Frieden beigetreten, weil man gesagt hat, das sind Vehikel, über die man schlussendlich auch Sicherheitskooperation und so weiter führen kann. Und die Rede im Moment, vor allem in der Schweiz, über Kooperation mit NATO ist überall. Also man will auf jedem Level will man mit der NATO kooperieren, weil das stützt ja den Frieden, das stützt ja die Sicherheit. Das ist das mentale Konstrukt, das gebaut wird, das aber gleichzeitig diese Integration, auch diese Abhängigkeit fördert und dass man auch gleichzeitig dann Einsatzpotenziale im Ausland schon vorbereiten muss. Das müsste doch den Leuten Angst machen, tut es aber nicht. Also es gibt verschiedene Berichte vom Schweizer Bundesrat, unserer Landesregierung, die sagt, wir sollten auch schon bereit sein, dann auch mit NATO-Partnern außerhalb der Schweizer Grenzen Einsätze zu machen, wenn es denn mal soweit ist. Das steht heute schwarz auf weiß in diesen Staatsdokumenten. Und das macht irgendwie das. Weil das alles unter dem Label Kooperation läuft, machen sich da nur wenig Leute Sorgen. Warum? Ich glaube, das Wesentliche ist, in den Medien hat man den Leuten jetzt erfolgreich suggeriert, dass die NATO für Menschenrechte und Demokratie sich einsetzt. Gegen eine Diktatur, und deshalb wurde Putin dämonisiert und zum Kopf des Bösen stilisiert, damit man diese lügenhafte Strategie, wir kämpfen für Demokratie und Freiheit, durchziehen kann. In Wirklichkeit gibt es
im Westen weit weniger Demokratie, als wir annehmen möchten. Denn in den USA regiert in Wirklichkeit der Deep State, der militärisch-industrielle Komplex. Vor dem hat schon 1961 Dwight Eisenhower gewarnt und hat gesagt, dieser militärisch-industrielle Komplex braucht Kriege, um zu existieren. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dass der US-militärisch-industrielle Komplex Kriege braucht und mit List und Tücke uns in Kriegsbereitschaft und Kriegstoleranz hineinziehen will, dann haben wir geistig das notwendige Rüstzeug. Ich glaube, so muss man das sehen. Wir müssen ganz massiv aufklären, dass wir hier einer lügenhaften Strategie erliegen. Und man müsste eines sagen, man kann immer gegen die Mehrheit regieren, aber nicht eine Mehrheit, die aufgeklärt und entschlossen ist. Das heißt, unsere Aufgabe ist es jetzt, und das mache ich als alter Mann auch bei jeder Gelegenheit, dass wir die Leute aufklären, dass wir in Wirklichkeit einer verlogenen Aggressionsstrategie im humanitären Kleid von Demokratie, Menschenrechte und Freiheit erliegen. Der Wolf im Schafspelz, der Kriegswolf im humanitären Schafspelz. Aber dieses Narrativ ist sehr erfolgreich. Also wir kaufen das ja auch in Europa. Also ich sage, die Amerikaner und die NATO vor allem sind schon extrem gewiefte Verkäufer. Also sie sind extrem gut, das an Mann und Frau zu bringen im Moment. Daher dann immer wieder die Frage, wie dreht sich das Narrativ, wenn etwas nicht ganz so ins Konzept reinpasst? Und da möchte ich Sie eine Frage fragen. Vielleicht also ich weiß nicht, wie das jetzt in Österreich gestern in den Nachrichten war, aber Herr Putin war ja gestern, also wir zeichnen dieses Video auf am 4. September, gestern war er in der Mongolei. Und es war ein Aufschrei, weil die Mongolei eigentlich zum internationalen Strafgerichtshof gehört und dem wäre ja eigentlich gezwungen gewesen, den Herrn Putin zu verhaften, weil ja der Strafgerichtshof einen Haftbefehl erlassen hat. Die Mongolei ist aber eine gute Demokratie. Also die steckt eingeklemmt zwischen China und Russland, ist aber hochdemokratisch, also ein Multiparteiensystem, ganz ähnlich wie in Europa und auch ziemlich frei, also wirklich, nein, nicht ziemlich frei, sehr frei und eine gute Demokratie. Wie war das gestern in Österreich, also in den Nachrichten? Wie wurde das berichtet? Weil hier eine Demokratie eigentlich nicht das gemacht hat, was man in Westeuropa von jedem europäischen Staat erwarten würde. Es wurde eigentlich neutral berichtet und festgestellt, dass die Mongolei nicht bereit ist, den Haftbefehl des Strafgerichtes zu vollziehen. Und ich habe allen Freunden gesagt, und ich kenne einen Verbrecher, der vom Strafgerichtshof nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Das sind die USA, denn die haben niemals das Statut des Strafgerichtshofes, obwohl dieser in der Charta der Vereinten Nationen verankert ist, unterzeichnet und ratifiziert. Und ja. Das kommt, glaube ich, gut an. Ja, also eben diese Komponente des internationalen Rechts ist nochmal eine andere Geschichte. Ich wollte jetzt nur wissen, wie das so porträtiert wird, weil es ist nicht so, dass die europäischen Medien generell immer nur eintrommeln auf ein einziges Narrativ, aber in der Masse sind die Medien in Österreich wie auch in der Schweiz schon ziemlich eingetrimmt, auch auf, also auf ganz speziell in Bezug auf den Krieg, auf den Ukraine-Krieg, auf eine Sichtweise und nicht vergleichend. Oder gibt es viele Medien, die Sie kennen, die versuchen, die Hintergründe zu beleuchten?
Ja, ich glaube, die Berichterstattung war bei uns neutral. Okay, das ist Sie schon hat mal, nicht verurteilt, das ist erfreulich. sondern man war vielmehr erstaunt, so würde ich das nennen, ne? Dass sich die Mongolei dies getraut. Und man müsste jetzt allen Mitbürgern sagen, die Mongolei hat sich das getraut. Wieso getraut ihr euch das nicht? Es gäbe ja die Möglichkeit zu sagen, versuchen wir mehr Diplomatie einzusetzen. Die Schweiz hat bei diesem Bürgenstock, diesem Anlass, erstellt, aber der wurde ja mehr oder weniger auf Geheiß der USA, NATO und der Ukraine. Dieser Friedensgipfel wurde da ja organisiert und da war Russland noch nicht mal dazu eingeladen. Gäbe es von Ihrer Sicht aus Möglichkeit, wie sich Österreich jetzt noch mehr für den Frieden einsetzen könnte, wenn sich Österreich zum Beispiel auch Ungarn anschließen würde und sagen würde, wir versuchen jetzt auch in der EU Druck zu machen, um Gespräche auf höchstem Level herzustellen? Ich glaube, dass, und da hoffe ich auf die Wahl, dass jene Parteien, die für die Neutralität und für das Ausklinken aus der NATO-Sklaverei plädieren, dass die Stimmen gewinnen und dass sich daher die Hauptstromleute überlegen müssen, wie sie in Zukunft die Politik gestalten. Und da habe ich einen kleinen Schimmer von Hoffnung, dass sich etwas ändern wird. Wann sind in Österreich die Wahlen? Jetzt am 29. September, Okay, schon dann bald. es sind viele Wahlen, die anstehen. Also auch in Georgien im Oktober, am 26. Oktober. Da wird sich wieder einiges zeigen, wie die Verhältnisse am Boden ausschauen. Haben Sie im Verhältnis zu Deutschland, Österreich, Deutschland noch das Gefühl, dass dort sich in der bilateralen Beziehungen auch noch etwas bewegen könnte, dass Österreich Deutschland dazu kriegt, nicht mehr alle Waffen, Gattungen an die Ukraine zu liefern, oder besteht da nicht mehr viel Kontakt? Ich habe vielmehr eine Beobachtung über einen Freund, der Lastwagen fährt, dass Rheinmetall bei der ÖAF laufend Schützenpanzer produziert, die wir nach Deutschland liefern. Und die werden in Wirklichkeit dann in die Ukraine geliefert. Das heißt, Österreich toleriert aus egoistischen ökonomischen Interessen, dass wir Waffen in Drittstaaten liefern, wo wir sagen, die sind in Wirklichkeit friedlich, aber in Wirklichkeit laufen die anderswohin. Und dass wir auch dulden, dass NATO-Transporte durch Österreich geschleust werden. Panzer und versiegelte Soldaten, Waggons. Und die Ungarn haben ja das belastende Problem, dass die Vorregierungen, aus Angst vor den Russen der NATO beigetreten sind. So dass jetzt, Orbán, militärische Durchzüge dulden muss und nur auf der diplomatischen Ebene gegensteuert. Das ist das große Problem, das Ungarn derzeit hat, die Belastung durch den NATO-Beitritt in den Vorregierungen. Handkehrung gibt es ihm die Möglichkeit, auch an NATO-Treffen in Washington wie kürzlich teilzunehmen und dort auch
dort auch dabei zu sein. Und man sieht im Moment auch, dass zum Beispiel die Russen nicht notwendigerweise ein NATO-Mitglied ablehnen als Gesprächspartner. Also Herr Orban wurde in Moskau auch empfangen, sogar mit Freude. Und die einzigen wirklichen Friedensgespräche, die eine echte reelle Chance hatten, den Frieden herzustellen im April 2022, die haben schlussendlich in Istanbul stattgefunden, in der Türkei. Die Türkei ist auch ein NATO-Mitglied. Wie sehen Sie die Zukunft der NATO, die sich jetzt ja doch nicht ganz so verhält, wie man erwarten würde, wenn sie komplett unter der Knute der Amerikaner wären? Also da gibt es Ausscherer. Nein, ich glaube, dass diese Desintegration der NATO schrittweise stattfindet, weil die Leute zu verstehen beginnen, wie sehr sie missbraucht werden für die Ziele der USA, für das gewaltsame Aufrechterhalten des gegenwärtigen Weltbeherrschungssystems und das sie die Blicke auf die BRIC-Staaten, die derzeit massiv wachsen, richten und sagen, wir müssen eigentlich den USA, wenn wir logisch denken, einen ehrenvollen Abtritt von der Weltherrschaft ermöglichen. Darum habe ich immer gesagt, wir brauchen ein Weltwährungsabkommen mit Schuldenschnitt und eine Einführung einer International Clearing Union, wie sie der John Maynard Keynes seinerzeit konzipiert hat, aber von den USA nicht nur abgelehnt, sondern ausgehebelt wurde, mit betrughaft ausgehebelt wurde, dass wir das ins Gespräch bringen und dass der Westen zur Erkenntnis kommt, dass sie in Wirklichkeit nur 8% der Bevölkerung sind, die nicht gegen die anderen sich beherrschend aufspielen können, sondern dass sie technologisch hochstehende, gute Partner, vor allem Handelspartner sein können. Und dass wir endlich, dass die USA auch eines zu verstehen beginnen. Ich muss jetzt nachdenken, wer es gesagt hat. Das war sogar im Mitte des vorigen Jahrhunderts, dass ein Wissenschaftler gesagt hat, Russland müsste in Wirklichkeit die Brücke zu China sein. Und was wir derzeit tun, ist, wir treiben die Russen in die Hände der Chinesen. Und statt dass die Strategie, die die Amerikaner offen zugegeben haben im Verteidigungsausschuss, dass sie die Russen so zermürben und schwächen wollen, dass sie sich dann auf ihren künftigen Hauptgegner China konzentrieren können. Und ich frage mich, wir müssen auch wieder in Frage stellen, wieso ist China Hauptgegner? Das ist wieder eine geld- und ökonomische Frage. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Chinesen wieder auf dem Weg sind, und das ist ihr erklärtes Ziel, dass sie zur ökonomischen Weltmacht der Erde werden und dass man mit ihnen in Frieden kooperieren kann. Ich habe einen Freund, den Industriellen Cornelius Krupp mit Weichengeh, dessen Sohn hat in China eine Zeit studiert, der Leopold, und der hat gesagt, du, wenn man mit ihnen näher in Kontakt kommt, mit den jungen intellektuellen Chinesen, dann haben die im Herzen Rancune. Das heißt, sie sagen, wir müssen uns für die Demütigungen des 18. und 19. Jahrhunderts, die auch ins 20. hereinreichen, revanchieren, aber auch auf friedliche Weise, indem wir ihnen ökonomisch das Wasser abgraben. Und ich glaube daher,
gibt es auch hier nur eine Strategie, dass wir auf Kooperation setzen und sie als gleichwertige Partner anerkennen und ihnen sagen, dass wir das friedlich lösen wollen. Und ich vermute jetzt leider eines, dass die USA, die NATO, die Russen zu einem Verzweiflungsschlag veranlassen. Und dass dann das die Chinesen nützen, um den Russen in den Rücken zu fallen, denn sie wollen schon lange das Amur-Gebiet für sich beanspruchen. Und es gibt chinesische Landkarten, wo das sogar schon eingezeichnet ist, als chinesisches Gebiet. Das würde mich erstaunen, denn die Chinesen haben alles Interesse daran, dass die Russen eben nicht in einem großen Krieg von der NATO zerschlagen werden und haben sich eigentlich auch, wenn es um territoriale Konflikte geht, in diesem Gebiet ja nie mit den Russen überworfen, also auch die Mongolei. Also da hätte ich die Hoffnung, dass sowas nicht geschehen würde, aber dass die Amerikaner die Russen zu einem Verzweiflungsschlag treiben möchten, respektive via der Ukraine und Angriff mit Langstreckenraketen auf russisches Gebiet zu sowas dringen würden, diese Befürchtung habe ich auch. Es ist vielleicht gibt noch etwas anzufügen, und zwar, dass sehr viel von dem, was wir im Westen so hören, auch sehr viel Projektion beinhaltet, gerade weil die Amerikaner und die Europäer wissen, dass sie selber immer Wirtschaftsmacht sofort in militärische Macht umgewandelt haben und dann auch nach außen projiziert haben, im schlimmsten Fall natürlich über die direkte Kolonialherrschaft, wird das dann den Chinesen unterstellt, dass sie dasselbe tun wollen und daher dann dieses Blockdenken, entweder wir oder die. Könnten Sie das, sehen Sie das auch so? Ich glaube, die USA brauchen für ihre Anti-China-Strategie auch eine Verteufelung der Chinesen, so wie sie die Russen verteufeln. Und dagegen müssen wir uns wehren, aber auch gegen Projekte wie die Seidenstraße, wo die Chinesen jetzt sich im Westen sehr rücksichtslos durchsetzen, ebenso wie in Afrika, wo sie kostengünstige Kredite geben, allerdings mit einer Klausel, wenn sie nicht zurückgezahlt werden können, fallen die Investitionen in das chinesische Eigentum. Das heißt, sie fahren eine Beherrschungsstrategie, der wir nur entgegenhalten können, wenn wir faire Handelsbedingungen einfordern. Und ich habe immer gesagt, wir brauchen, und das ist in der WTO, im GATT gedeckt, das GATT ist ja ein Teil der WTO, wurde rezipiert, dass wir einfordern dürfen, dass freier Marktzutritt nur gegeben ist, wenn bei der Herstellung der Leistungen, Leistungen, Güter, die ökologischen und sozialen Standards des Bestimmungslandes eingehalten wurden. Das ist gedeckt. Und wenn wir dieses Prinzip einführen und mit den Chinesen auf dieser Basis friedlich Handel betreiben, dann glaube ich, können wir in eine Periode des Friedens eintreten. Ich hoffe, dass diese Periode des Friedens bald kommen wird, vor allem für Osteuropa und Westasien. Herr Professor Wohlmeier, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit heute und wir unterhalten uns dann wieder ein anderes Mal. Vielen Dank. Gut, danke. Danke für Ihren Einsatz.